Heute geht es um das Thema Alufelgen. Besser gesagt, wie du solche Bordsteinkratzer entfernen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, ich weiß, ich bin so ein bisschen spät dran. Eigentlich sollten die Winterreifen jetzt schon auf mein Auto sein. Man sagt ja mal von O bis O. Aber ich muss natürlich diese hässlichen Macken hier nochmal wegnehmen. Von vornherein, ihr solltet wirklich darauf achten, das sind jetzt hier oberflächliche Kratzer. Ihr könnt natürlich jetzt nicht Dellen ausspachteln, Haarrisse, wenn sich die Felge verzogen hat und so weiter und so fort. Lasst eventuell die Felge bei eurem Reifenhändler, Felgenhändler, die heimische Werkstatt, lasst das Ganze nochmal kontrollieren. Denn es kann durchaus sein, dass ein Haarrist da entstanden ist, wenn man den einen oder anderen Bordstein mal geküsst hat. Und dadurch kann eine Felge reißen und das ist unter anderem im Straßenverkehr dann lebensgefährlich. Also prüft das Ganze, das sind hier einfach nur Kratzer, die im Lackbereich sind und nicht die Felge angreifen. Wie ihr das Ganze beheben könnt, das zeige ich dir jetzt. Die Felge, wie ihr sehen könnt, ist schwarz hochglänzend. Ich habe zwei Macken, einmal hier von ungefähr 10 cm und einmal da drüben von ungefähr 5 cm. Ich verwende jetzt hier ein Felgenreparaturset von der Firma Presto. Das Set ist ausgelegt, wir können ja gemeinsam mal reinschauen. Wir haben eigentlich alles dabei, was wir dafür benötigen. Einweghandschuhe, ganz, ganz wichtig, eine Bedienungsanleitung und dann dementsprechend Schleifpapier, unterschiedliche Körnung, ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir einmal hier ein Füller, ein Haftgrund, ein Füll- und Haftgrund und hier ein Felgenspray. Das Felgenspray ist natürlich jetzt Silber. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die meisten von euch Silber haben. In dem Falle haben wir natürlich jetzt kein Silber. Und dann ist hier nochmal ein Reparatur-Alustick drin, ein Zwei-Komponenten-Knetmasse-Spachtelmasse kann man dazu sagen. Die meisten werden wahrscheinlich Silber haben, wenn nicht, halb so wild. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung nochmal ein passendes Equipment verlinken. Und zwar könnt ihr natürlich den Alu-Spachtel nochmal einzeln erwerben, ein Klarlack und dann habe ich hier nochmal passend tief schwarz glänzend. Also Hochglanz, passend zur Alufelge und natürlich nochmal den passenden Haftgrund. Das heißt, ihr könnt das alles einzeln erwerben, könnt natürlich bei Bedarf die komplette Felge lackieren. Die komplette Felge möchte ich natürlich jetzt nicht lackieren, weil ich jetzt nicht so wirklich der Lackierprofi bin. Das Schöne ist jetzt hier, die Felge hat hier einen Absatz. Das heißt, hier sind unterschiedliche Kanten. Sprich, ich werde das Ganze jetzt erstmal großflächig abkleben und nur die Fläche offen lassen, die ich jetzt schleifen muss, beziehungsweise wo der Kratzer drin ist. Ich rate euch, klebt wirklich komplett die komplette Alufelge ab. Ihr ärgert euch nachher, wenn der Sprühnebel auf die Felge gelangt, denn ihr kriegt diesen Sprühnebel wirklich ganz, ganz schwer wieder ab. Und natürlich, bevor wir das Ganze abkleben, solltet ihr die Felge gründlich reinigen. Ich nehme jetzt hier einen Bremsenreiniger, damit wir wirklich den ganzen Fett und Bremsstaub runterholen. Das wäre nämlich natürlich nicht so vorteilhaft, wenn wir die lackierte Fläche, wenn die dreckig wäre. So sieht die abgeklebte Fläche aus. Ich habe das wirklich jetzt mehrfach draufgeklebt. Beim Schleifen kann es durchaus mal sein, dass ihr wirklich das Klebeband durchschleift. Dann habt ihr natürlich eine weitere Fläche von der Felge zerstört. Wir haben insgesamt in diesem Set drei Schleifpapiere. Und wir fangen einfach an mit den gröbsten. Und danach gehen wir mit einem 600er und danach mit einem 1200er. Ich vermute mal hier, das wird ein 400er sein. Wichtig ist natürlich zu erwähnen, dass ihr einen Atemschutz trägt und eventuell einen Gehörschutz. Ich werde das Ganze jetzt erstmal per Hand versuchen. Wenn die Kratzer wirklich zu tief sind, könnt ihr natürlich auch ein Schleifgerät verwenden hier. Das ist ein Multitool. Damit kann man auch wunderbar jetzt ganz, ganz vorsichtig in die Ecken hineingehen beziehungsweise die Kratzer oder Schrauben herausschleifen. Wie ihr sehen könnt, waren die Kratzer wirklich nur in der Oberfläche. Das heißt, das Weiße, das ist wirklich der Klarlack, der die Felge ummantelt. Man kann es testen, indem, wenn ich die Finger leicht nass mache, da kommt das Schwarze, den Lack sieht man wieder. Das heißt, wir brauchen eventuell hier gar keinen Spachtel, aber das werden wir gleich nochmal sehen, ob wir das komplett rausgeschliffen bekommen. Im Anschluss nehmen wir unser 400er Schleifpapier und wie ihr sehen könnt, man braucht gar nicht viel davon. Ich reiße mir so kleine Fetzel ab, sprich ihr könnt wirklich mehrere Kratzer aus euren Felgen entfernen.
Und wer wirklich ein gutes Schleifergebnis haben möchte, der feuchtet das Schleifpapier ein bisschen an. Somit ist dann die Wirkung noch feiner. Jetzt habe ich auch den letzten Schleifpapierbogen verbraucht, und zwar 1200er. Ihr könnt natürlich hochgehen bis 1400, 1800, je nachdem. Bei dieser Felge, die ist ja farblich lackiert. Es gibt ja auch Alufelgen, die sind hochglanz poliert, oder Alufelgen. Da macht es natürlich Sinn, wirklich in ganz, ganz hohem Bereich vom Schleifpapier zu enden. Das genügt alle in diesem Fall. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Oberfläche fettfrei wieder bekommen. Dafür nehme ich wieder meinen Bremsenreiniger und hole die Fette bzw. die Lackreste runter. Das muss wirklich sehr, sehr gründlich sein. Ansonsten habt ihr nachher hässliche Lackpickel, oder ein Lackpickel kann man sagen, auf der Oberfläche. Das Ganze lassen wir jetzt abdünsten und dann können wir auch schon loslegen mit dem Lackieren. Für alle diejenigen, wo die Kratzer wirklich sehr, sehr tief sind, da gibt es einen Reparaturstick in Alu. Sprich, das ist ein zwei Komponenten Knetmasse. Da könnt ihr euch was abschneiden mit einem Cutter. Und dann könnt ihr, je nach Bedienungsanleitung, könnt ihr das nachlesen, das Ganze ordentlich durchkneten. Damit, oder dadurch vermischen sich dann die zwei Komponenten. Und dann könnt ihr das auf die Stelle bringen, wo die Kratzer sind. Das Ganze schön reindrücken, mindestens eine Stunde trocknen lassen. Und dann könnt ihr das Ganze auch wieder bearbeiten mit Schleifpapier. Dann fangt ihr natürlich wieder mit dem Gröbsten an und arbeitet euch dann zum Höchsten vor. Nachdem die Fläche dann abgetrocknet ist, können wir auch loslegen mit unserem Füller bzw. unserem Haftgrund. Der füllt nochmal die ganz, ganz kleinen Kratzer, damit wir nachher wirklich ein optimales Ergebnis haben. Wichtig ist natürlich jetzt nochmal zu kontrollieren, dass auch wirklich das ganze Kreppband anliegt. Wenn nicht, nochmal gründlich nachkleben. Und wie gesagt, die Fläche muss sauber bzw. fettfrei sein. Den Füller natürlich vorweg ordentlich schütteln, und dann könnt ihr den wirklich ganz, ganz vorsichtig, ich empfehle euch wirklich so 20, 30 cm Abstand, in ganz, ganz sanften Bewegungen das Ganze auftragen. Weniger ist jetzt hierbei mehr. Wenn ihr seht, das Ganze ist deckend aufgetragen, lasst das Ganze 20 bis 30 Minuten abtrocknen und dann könnt ihr das Ganze nochmal wiederholen. Ich empfehle euch, das Ganze mindestens zweimal zu machen und dann das Ganze komplett durchhärten lassen. Falls ihr jetzt kleine Pickel sehen solltet, könnt ihr das gerne nochmal mit einem 1200er Schleifpapier ganz, ganz leicht anschleifen, natürlich dann wieder reinigen. Und dann könnt ihr loslegen mit dem Lackieren. Wie gesagt, in diesem Set ist nur Silber enthalten. Das tiefschwarz glänzend könnt ihr euch separat erwerben. Werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Hier genau der gleiche Arbeitsschritt. Das Ganze von ca. 20 bis 30 cm anwenden und dann ganz leicht auftragen. Und im Anschluss, wenn das Ganze mindestens für einen Tag durchgetrocknet ist, gehen wir nochmal mit Klarlack rüber. Natürlich Grundvoraussetzung, dass ihr die Sprühdosen immer gründlich durchschüttelt. Mindestens 2 Minuten, sagt man. Das fertige Ergebnis schaut jetzt so aus. Und nein, ich habe jetzt die Felge nicht gedreht. Ich zeige euch jetzt mal hier, könnt ihr ganz leicht den Übergang sehen. Also man kann es ist sehr, sehr schwer für den Laien so zu lackieren, dass man da keinen Übergang sieht. Aber es sieht natürlich besser aus als vorher und das war ja unser Ziel. Jetzt können wir die Felge auch wieder montieren. Und noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr jetzt silberne Alufelgen habt, wie das Set die Sprühdose Silber beinhaltet, könnt ihr natürlich nur dieses Feld hier abkleben und könnt versuchen, so leicht mit dem Sprühnebel so einen ganz, ganz sanften Übergang zur restlichen Fläche zu erschaffen. So habt ihr dann diese Lackierkante nicht. Das ist natürlich jetzt hier sehr, sehr schwer, weil die Felgen hochglanz sind und dann würde man diesen Sprühnebel, diesen matten Sprühnebel sehen. Bei Aluminium-Alufelgen, die silber sind, dann fällt das nicht so wirklich auf. Fertig, haben wir das auch erledigt jetzt. Übrigens, wer sich unsicher ist mit dem Thema Reifenwechsel, Luftdruck und so weiter und so fort, darüber gibt es ein extra Video. Auch über diesen elektrischen 12 Volt Schlagschrauber werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise findest du hier. Und hier ist direkt der Abo-Button, wenn du mich noch nicht abonniert hast. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag um 19 Uhr. Da gibt es nämlich eine neue Folge Mr. Handwerk.
Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video unbedingt einen Handwerker-Daumen nach oben. Bis dann. Ciao.